Okay. Gut. So, die Tür ist jetzt auch schon mal eingearbeitet. Wollten wir jetzt nicht Bäume farmen gehen? Habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Ich hätte viel mehr Bock drauf, den Dschungeltempel dazu erkunden. Jetzt habe ich verraten, was ich vorhab. Na egal. Dann machen wir uns jetzt erstmal schöne Axt. So war das, ne? Ja. Am besten gehen wir an die Richtung farmen. Warum, weiß ich nicht. Ich finde es einfach am besten. Wasser. Wasser kann auch Zombies bedeuten, also schnell weg hier. Was für Holz ist mir jetzt an sich egal. Ich will erstmal ein bisschen Lagerbestand haben, was Holz angeht. Ja, das reicht schon. Nein, Spaß, ein bisschen mehr müssen wir da. Boah, das wird schon wieder dunkel, ey. Ich glaube auch. Also der Raum ist natürlich noch sehr, sehr leer jetzt, aber ich denke, wenn wir ein bisschen spielen, mit der Zeit kommt das dann. Also, dass wir immer mit Möbel bauen und das können wir gerade mal machen. Wenn ich jetzt gerade schon dabei bin, hier so schön von Möbeln zu berichten. Dass wir... Ja, nicht so. Doch so. Nee, nicht doch. Scheiße. So, Sticky, das war, Schild war doch so, ne? Denn das Ding dahin. Scheiße. War es nicht, das war genau andersrum. Oh, Mann. Na gut, dann fahren wir jetzt erstmal weiter Holz. Keine Möbel bauen. Komm mit. Die Kiste müssen wir nach und nach wieder wegräumen. Wir brauchen auch irgendwie so eine Art Lagerhaus für die Materialien, was weiß ich. Erde, Holz, auch Steine und was weiß ich noch alles. Sand. Ah, den Baum lassen wir jetzt einfach mal. Aber den Baum nicht, den mag ich. Ich hoffe, dass jetzt hier kein Creeper gleich da steht und... Weil ich will das nicht. Ich will gerade mal ein bisschen weiter in der Richtung laufen und gucken, was danach so kommt. Wir haben doch einen Waypoint, ne? Ja, hier. Geiler Waypoint. Nur weil haben wir den, ja. Und wir haben auch die Karte, das heißt, verlaufen sollten wir uns nicht. Nicht, du hässliches Chicken. Hier ist... Dein Fleisch will ich jetzt auch noch haben. Bin ich voll oder was? Oh. Gut. Da müssen wir mal nochmal zurück gleich. Jetzt sofort nicht, dass wir gleich irgendwo hinlatschen und dann können wir irgendwas nicht mitnehmen. Und gleich ein bisschen Kisten sortieren machen. Das heißt, am besten müssen wir jetzt wieder ein paar mehr Kisten bauen. Und dann alles einsortieren. Aber ganz ehrlich, so viel besser, wenn wir auf Abenteuer gehen und dann Platz haben für alle Sachen, die wir finden. Das Dach ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt hier, aber man kann drin wohnen. Also ich schäme mich jetzt nicht drin zu wohnen oder sowas. Unser Brennstoff ist ja eh der Geist, ne? Ach, Kohle haben wir noch. Ja, ein paar Kohle brauchen wir noch für Fackeln. Zwei Kisten können wir uns auch noch mal bauen. Haben wir dann noch ein bisschen mehr. Dann packe ich erst einen Klumpatsch da rein. Dann können das unsere Klumpatschkissen werden und im Lagerhaus, was wir bald bauen werden vielleicht. Haben wir mehr Platz. So, jetzt packen wir erstmal... Ja, was packen wir weg? Die Zäune brauchen wir jetzt im Moment nicht. Die sowieso nicht, die auch nicht. Na, so ist es gut, ne? Erde, ich weiß auch nicht. Ich pack jetzt die Erde mal kurz hier hin. Na komm, 40 immer mit. Steaks kann man immer gut gebrauchen. Crafting Tables können wir hier noch mal kurz aufstellen. Und zwar erstmal oben im Schlafzimmer. Haben wir da einen? Nein, da haben wir da dreimal. Aber wo wollen wir dann auch ein Fenster? Ja, lass auch mal ein Fenster reinbauen. Wir haben noch Glas. Axt. Sudele. Glas war jetzt wo? Ach, sieht man nur so schlecht. Habe ich ja unten im Inventar drin. Fackeln können wir noch eigentlich... Ne, geht nicht. Ach Quatsch, vom Fenster, ey. Deswegen... Hier so hin, ne? Wir schlafen ja sowieso in diese Richtung, ne? Das ist ja auch...
können das Ganze einfach so machen. Den wieder abreißen zum x-ten Mal. Den das machen. Und den Crafting Table setzen wir ganz, ganz hässlich dahin. Vielleicht auch noch eine Kiste hier hin, was auch immer, was braucht man hier in der Kiste, ne? Anschließend, was machen wir hier? Hier können wir diesen Lagerraum bauen. Ich habe keinen Bock, extra ein Haus für den Lager. Das kommen wir erstmal etwas später vielleicht ja noch. Dann brauchen wir ein paar Kisten für Erde, Stein, Holz, ja, Sand oder sowas. Da haben wir jetzt Erde drin, okay. Jetzt sind wir ein bisschen aufgeräumt, jetzt können wir auch wieder was mitnehmen. Es wird wieder dunkel? Nein, noch nicht. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen geradeaus gehen. Den Dschungeltempel will ich auch noch erkunden. In dieser Aufnahme am besten. Ansonsten in der nächsten. Also mit der Eisenrüstung sollte man da, denke ich, doch noch überleben können. Ne? Ansonsten nimmt es mir natürlich nicht übel, dass ich eine Sicherheitskopie habe von dieser Welt und ich die dann wieder einfügen würde, wenn wir im Dschungeltempel sterben. Aber ich habe ja gesagt, dass das Let's Play vorbei ist, wenn wir regulär sterben. Und ich denke, das halte ich auch durchaus ein, dass es in den nächsten Folgen, denn ihr wollt, dass das weitergeht. Dann werde ich ganz stumpf nach jeder Aufnahme machen. Entschuldigung, ein bisschen versprochen. Wenn man so schnell spricht, kommt das leicht vor. Was war ich jetzt? Ach ja, Sicherheitskopie. Nach jeder Aufnahme mache ich mir eine Sicherheitskopie von dieser Welt. Damit wir dann immer, nur falls irgendwas Verheerendes passiert in einer Aufnahme, dass wir dann den alten. Läuft jetzt automatisch? Nein, läuft er nicht. Dass wir dann den alten Wert, also die alte Welt benutzen können. Ja, hier kommt also nichts außer Wald. Nichts außer Wald. Ey, da kommt Schloss, den will ich angucken. Der sieht irgendwie geil aus. Ist denn der Sumpf? Das habe ich mir irgendwie gedacht. Gott, Sumpf angucken. Ach ja, ist das schön hier, ne? Ja. Oh, das ist aber echt schön hier, ne? Zuckerrohr und Kürbisse. Mischen Kürbisse abbauen. Und da hinten ist die Welt noch nicht mal aufgebaut. Das ist ja auch super. Na, jetzt kommt's. Ich hätte die Kürbis nicht entdeckt. Oh, ein Kürbisfeld. Ah, Mann. Haben wir Glück gehabt. Dann können wir gleich ein Kürbisfeld einrichten. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das ist gut.